herzlich willkommen bei Besser Reisen. Dieses Mal geht's weiter mit unserer Reise durch Slowenien. Beim letzten Mal, da haben wir uns auf Thermen und Wellness konzentriert. Dieses Mal geht's an die slowenische Küste. Die Orte Piran und Portorož werden wahrscheinlich viele von Ihnen schon kennen. Wir waren aber auch in Isola und Koper unterwegs, haben einen Abstecher ins Hinterland gemacht und zeigen Ihnen auch Ausflugsziele, die man ganz bequem von der Küste aus erreichen kann. Eine bunte und abwechslungsreiche Sendung erwartet Sie. Und wenn Sie Lust haben, dann begleiten Sie mich jetzt an die slowenische Küste. Wir beginnen unsere Küstentour mit Piran, denn Piran ist eine ganz besondere Stadt, sagt der Reiseführer. Und wir werden nicht enttäuscht. Der Blick von der alten Stadtmauer auf die Halbinsel ist nicht umsonst ein beliebtes Fotomotiv. Piran ist klein und übersichtlich. Es zu Fuß zu entdecken ist ideal. Das Auto parkt man am besten in der Parkgarage und dann steht einem ausgedehnten Spaziergang nichts mehr im Wege. Die Architektur der Stadt ist stark von den Venezianern beeinflusst. Piran hat hier eine sehr wechselvolle Geschichte erlebt, wie wir auch von Dušan erfahren, den wir am Hafen treffen. Piran hat praktisch eine reiche Geschichte, ne? Hat gewechselt ein paar Mächte, sagen wir, ne? Von Venezianer und Habsburger waren auch lange hier, ne? Dann war Jugoslawien, jetzt ist Slowenien, ne? So dass mein Freund, älteres Mann, ne? Hat gesagt, dass er hat in drei Städten gelebt, ne? Und nie aus Piran gegangen. Die Anfänge des Ortes reichen übrigens bis ins 5. Jahrhundert zurück, als sich die Bewohner des römischen Aquileia vor den Hunnenangriffen auf die Halbinsel retteten. Vielleicht weniger bekannt, aber nicht weniger reizvoll ist Isola, der kleine Fischerort zwischen Piran und Koper. Hierher hat uns Tourismusexperte Ibo entführt. Es gibt sicher mehr als drei Gründe, dass man zu uns auf Urlaub kommt. Aber wenn ich so nennen möchte, zuerst sicher, Österreich ist unser Nachbar, die Nahe. Man ist in 2,5 Stunden von Graz oder von Klagenfurt oder in 5 Stunden von Wien. Zweiter Grund wäre sicher die Klima. Wir haben mediterranisches Klima. Und dritter Grund möchte ich sagen, die Kulinarik. Wir haben ja wunderschöne Sachen zum Kosten. Wir sind jetzt in Koper, eigentlich eine kleine Industriestadt, aber die Altstadt mit ihren Plätzen, Gassen und prächtigen venezianischen Bauwerken überrascht und ist allemal einen Besuch wert. Koper besitzt den größten Frachthafen Sloweniens und zählt insgesamt zu den bedeutendsten Häfen der nördlichen Adria. In den letzten Jahren wurde der Hafen für den Passagierverkehr ausgebaut und das Geschäft mit den Kreuzfahrten floriert. Viele der bekannten Ozeanriesen legen hier an und werden vom Maskottchen der Stadt, einer freundlich meckernden Ziege, begrüßt. Koper eignet sich als Ausgangspunkt für Ausflüge an der Küste und ins Hinterland. Der Vorteil des nur etwas über 20.000 Quadratkilometer kleinen Sloweniens ist, dass viele Orte innerhalb kurzer Zeit erreicht werden können. Unter anderem auch der Triglav-Nationalpark oder Bled mit seinem malerischen See. Einen Besuch wert ist auch die weltberühmte Bosojnska Jama, zu Deutsch Adelsberger Grotte. Die Entstehung des unterirdischen Labyrinths reicht Millionen von Jahren zurück. Und für alle Pferdefreunde ein Muss ist Lipica, die Heimat der bekannten Lipizzaner-Schimmel. Die Lipizzaner sind übrigens die älteste Kulturpferderasse der Welt.
fast noch ein Geheimtipp und wiederum eine Empfehlung unseres Begleiters Ivo, die befestigte Dreifaltigkeitskirche Chrastowle, die nahezu wie eine Burg anmutet. Sehenswert sind vor allem die Fresken aus dem 15. Jahrhundert, die vom istrischen Meister Ivan aus Kastav geschaffen wurden. Die größte Sehenswürdigkeit ist der Totentanz, der besterhaltene von ganz Europa. Wir haben wieder einmal viel gelernt und gönnen uns nun eine kleine Pause und Stärkung. Wir kehren in der Gostilnia Naburi ein, wo, wie man uns sagt, ein recht eigenwilliger Wirt das Zepter führt, der aber auf keinen Fall vor die Kamera möchte. Wir plaudern mit Tochter und Ehefrau Oriella und erfahren, dass das kleine Restaurant im Hinterland ein Treffpunkt für Gourmets und Prominenz aus der ganzen Umgebung ist. Wein, ein großes Thema in Slowenien und man höre und staune, der Präsident des Winzerverbandes des slowenischen Istriens ist eine Frau, also eine Präsidentin, bei der wir zur Weinverkostung geladen sind. Ja, typische Weine für Istrien von Triest bis zum Pula, nur nicht in diesen Gegend hier, sind selbstverständlich Malvasia, Refosk und istrienische oder momianische Muskat. Wir haben jetzt gerade einen jungen Wein, glaube ich, verkostet, stimmt das? Ja, das war letzter Jahrgang. Letzter Jahrgang. Wie würden Sie den beschreiben? Ja, das ist ein Wein, das ist ein Cuvée praktisch, von Sorten Malvasia, Chardonnay, Graue Pinot und ein bisschen Muskat dabei. Das ist ein Wein, welcher ist jung und Wein ist immer so wie Frauen. Ne? Jung ist frisch, ist fruchtig, ist auch ein bisschen aromatisch und wir müssen ihn aber jetzt trinken. Ne? Wann wünschen wir eine reife Wein, so wie eine reife Frau, das müssen wir dann schon mit Technologie ein bisschen anderes vorbereitet. Okay, ich glaube, jetzt trinken wir ihn einfach. Im Kreise einer österreichischen Reisebürogruppe, die gerade auf Infotour durch Slowenien ist, beschließen wir den Tag in geselliger Runde. Zurück an der Küste zieht es uns noch einmal nach Piran. Der erste Besuch ist ja doch ein wenig kurz ausgefallen. Gassen und Plätze zu entdecken gibt es viele. Ausgangspunkt ist fast immer der Tartini-Platz, der nach dem berühmten Violinisten Giuseppe Tartini benannt wurde. Und von hier ist es nur ein paar Minuten die Gassen hinauf zur Kirche des heiligen Franziskus mit dem gut erhaltenen Minoritenkloster. Venezianisch beeinflusste Architektur fällt auch hier auf. Der kleine Palast steht direkt am Tartini-Platz und ist beliebtes Fotomotiv. Während unseres Aufenthaltes wurde übrigens das traditionelle Salinenfest in Piran gefeiert, denn bis ins 19. Jahrhundert lebten die Piraner vom Fischfang und vom Handel mit Öl, Wein und dem Salz der nahen Salinen. Dazu aber später mehr. Jetzt sind wir an der Uferpromenade, wo sich ein Fischrestaurant an das andere reiht. Hier hat man wirklich die Qual der Wahl. Einladend schauen Sie alle aus. Wir kehren bei einem alteingesessenen Wirt ein, der seinen Beruf als Berufung sieht und der uns die Spezialitäten des Meeres erklärt. Weißfisch, Piranha-Brasse, Petersfisch, Rombo, Garnelen, Hummer, Austern, Muscheln. Das alles wartet darauf, in der Küche zubereitet zu werden. Und ist das alles frisch oder kommt das aus der Tiefkühltruhe? Hier in das Restaurant ist nur frisch Fisch. Mit dem Brustton der Überzeugung rauscht der Patrone davon, um in der Küche wieder nach dem Rechten zu sehen. The summer wind came blowing in from across the sea. Wenn man die Promenade weitergeht Richtung Leuchtturm, dann werden die Restaurants weniger und die Cafés zahlreicher. Gleichermaßen beliebt bei den Bewohnern wie bei den Besuchern. Und weil heute Sonntag ist, sind auch viele Piraner unterwegs, die Sonne und die Meeresbrise genießen.
Und wer mag, schaut sich Piran auch vom Wasser aus an, bei einer gemütlichen Bootsfahrt. Wie schon erwähnt, waren die Salinen in der Nähe von Porto Roche früher ein wichtiger Wirtschaftszweig der Gegend. Die alten Kanäle und Verdunstungsbecken der Salinen sind heute ein Vogelschutzgebiet. Techniken, Arbeitsgerät sowie die wirtschaftliche Bedeutung des weißen Goldes erläutert recht anschaulich das Salinenmuseum. Und auch hier wird gefeiert. Aus Anlass des Salinenfestes wurden verschiedene Stände aufgebaut, wo die Einwohner der Umgebung ihre naturbelassenen Produkte ausstellen und verkaufen. Natürlich haben auch wir uns hier umgeschaut. Das ist Lover, ne? Olive, Olive und Rosmarin, ne? Rosmarin. Nehmen wir mit nach Österreich. Und nun sind wir endlich in Porto Roche, dem größten Seebad Sloweniens. Der Rosenhafen, so die deutsche Übersetzung, verdankt seiner Lage in der geschützten Bucht von Piran sein äußerst mildes Klima. Palmen beschatten die Uferpromenade, die Bucht ist flach und dahinter reihen sich Hotels, Restaurants, Cafés und Souvenirläden. Hier gaben sich schon zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie Adel und Prominenz ein Stelldichein. Treffpunkt der feinen Gesellschaft war das Hotel Palace, noch immer ein Wahrzeichen des Ortes. Interessant, schon 1913 verzeichnete Porto Roche mehr als 7000 Kurgäste. Porto Roche ist in Österreich vor allem als Sommerdestination bekannt. Aber gegründet wurde es anno dazumal als Kurbadeort. Das gesamte touristische Produkt dieser Region ist bestens für den Winter geeignet, wenn nicht sogar mehr als für den Sommer. Porto Roche ist auch bekannt für seine internationalen Kongresse. Viele Hotels haben sich entsprechend darauf eingestellt. Porto Roche hat eine reiche Tradition, schon vor vielen Jahren. Und auch noch heute ist so geblieben. Und zwar zum Beispiel hier bei uns haben wir ein großes Kongresszentrum. Der hat sozusagen 2600 Leute Kapazität in 11 verschiedene Konferenzräume. Ich habe jetzt gerade gesehen, hier ist zurzeit gerade eine große Tagung. Ja, stimmt. Wir haben das Europäische Olympische Komitee. Die hat ungefähr 200 Leute. Die bleiben von 4 Nächte und 4 Tage bei uns. Jetzt noch einmal ein Blick zurück in die guten alten Zeiten. Porto Roche war schon um 1910 neben dem Lido in Venedig und Appazia eines der wichtigsten Ressorts der feinen Gesellschaft. Und im großen Ballsaal des geschichtsträchtigen Palasthotels hat schon Erzherzog Franz Ferdinand Walzer getanzt. Also ich habe ja wirklich gemerkt, dass dieses Hotel für dieses Land oder für diese Region eine größere Bedeutung hat als zum Beispiel unser Adlon, was wir ja auch in Berlin betreiben, für Berlin. Das hat man auch daran gemerkt, als wir kurz vor der Eröffnung einen Tag der offenen Tür planten, haben wir gedacht, es werden vielleicht 500 bis 1000 Gäste kommen. Aber als wir dann rausgeschaut hatten, haben wir wirklich 5000 Menschen auf der Straße gesehen. Also da hat man schon gemerkt, dass dieses Haus sehr geschichtsträchtig ist und auch in Slowenien einen sehr, sehr hohen Fokus genießt. Und dann haben wir das Glück, den Weltmeister des diatonischen Akkordeons zu treffen, der extra für uns aufspielt. Mitten am Bootssteg von Porto Roche. Bravo, Dennis. Also ich bin mir jetzt fast ganz sicher, das war eine Melodie von den Obergreinern, weil die sind ja gerade in Slowenien sehr berühmt, kommen auch von hier. Ja, genau das war die sehr bekannte Lied Trompeteneho oder Nagolici von Herr Slavko Ausenik. Der größte
Interpretin und Kompositorin slowenische Oberkleidermusik und sehr bekannt. Und das ist ein bisschen Symbol von slowenischer Musik in der Welt. Alles klar. Denis Novata, sage ich das richtig? Ja, Novata. Ist ein sehr bekannter Musiker hier, nicht nur hier in Slowenien, auch in Italien. Denis, vielleicht kannst du uns jetzt ein Stück spielen, was ein bisschen hier zur Meeresstimmung passt. Was fällt dir da ein? Ja, ich spiele jetzt ein traditionelles Lied von dieser Gegend, von Istrien. Das ist La Mula de Parenza. Super. Das slowenische Istrien grenzt an zwei Länder, an Kroatien und an Italien. Das mediterrane Flair und die Einflüsse der Nachbarländer spürt man sowohl in der Bevölkerung wie auch in der Musik und in der Küche. Geschichte und Kultur spielen hier eine große Rolle, eine noch größere aber das Lebensgefühl. Und mit diesen Klängen lassen wir unseren Besuch an der slowenischen Küste ausklingen. Denn Musik, so weiß man, ist völkerverbindend und sagt ganz sicher mehr als 1000 Worte. Und hier noch zusammenfassend ein paar nützliche Infos. Slowenien ist, wie gesagt, mit 20.273 Quadratkilometern und 2 Millionen Einwohnern ein relativ kleines Land. Es ist einfach, aus den angrenzenden Ländern zu erreichen. Von Graz zum Beispiel ist man in 2 und von Wien in 5 Autostunden an der Küste. Von Triest aus in einer knappen halben Stunde. Die Straßen sind sehr gut ausgebaut. Die Autobahngebühr beträgt für 7 Tage 15 Euro, für einen Monat 30. Slowenien ist seit 2004 in der EU. Die Währung ist seit 2007 auch hier der Euro. Slowenien ist je nach Gebiet und Interessen ganzjährig bereisbar. Die Badesaison an der Küste beginnt im Mai und geht bis in den Oktober hinein. Viele Hotels haben aufgrund der Wellness- und Kureinrichtungen das ganze Jahr über geöffnet. Das Hotelangebot ist sehr breit gestreut. Vom Privatquartier bis zum Luxushotel reicht die Palette. In den letzten Jahren wurde viel investiert, um die Unterkünfte dem internationalen Standard anzupassen. Die Gastronomie ist ebenfalls ein großes Thema in Slowenien. Man setzt auf naturbelassene Produkte und das mit Erfolg. Viele Veranstalter haben Slowenien im Programm und bieten verschiedenste Packages an. Wanderwochen, Kur- und Wellnessaufenthalte, Rundreisen und geführte Touren. Aber natürlich eignet sich Slowenien vor allem für die angrenzenden Nachbarländer wie Österreich zum Entdecken auf eigene Faust mit dem Auto. Slowenien ist zwar kein Billigurlaubsland, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und wer sich gut informiert und Preise vergleicht, kann hier noch einen preisgünstigen Urlaub verbringen. Weitere Infos zum Urlaub in Slowenien gibt's im Internet und im Reisebüro. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, unser Bericht hat Ihnen gefallen. Und wenn wir jetzt Ihr Interesse an Slowenien geweckt haben, die gute Nachricht, das war noch nicht der letzte Teil. In der nächsten Sendung, da besuchen wir die Hauptstadt Sloweniens, Ljubljana, die oft auch als die gemütlichste Hauptstadt Europas bezeichnet wird. Modern, trendy und weltoffen, füge ich noch hinzu. Lassen Sie sich überraschen. Für heute darf ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen, sagt wie immer Ihre Edith Spelt.